So, meine lieben Freunde. Hallöchen, Puppischen und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play-Projekt. Heute ist Samstag, der 16. Ob das Video heute an dem gleichen Tag noch rauskommt, weiß ich nicht, aber ich versuch's. Ich habe euch ja gesagt, dass ich den Vorgänger-Stream spielen werde. Als Let's Play, nicht als Stream. Und für die Leute gleich von vornherein gesagt, es wird ein Doppelprojekt geben bei mir auf dem Channel. Einfach aus dem Grund, weil ich ja nebenher auf Twitch / Graf Wallner. Also twitch.tv/ Graf Wallner. schamlose Eigenwerbung. ja, noch Ghost of Tsushima spiele. Und das zeitgleich aufnehme, wird es zwei Projekte geben. Bedeutet auf der einen Seite Horizon Forbidden West, der Nachfolger von Zero Dawn, den ihr ja scheinbar so feiert. Und Ghost of Tsushima. Und da sehe ich hier in den Kommentaren hier, das da, wie mir jetzt, und das da im Stream. Und da das ja alles über die PlayStation läuft, kann ich ja beides machen, streamen und aufnehmen. Dementsprechend werde ich natürlich auch, also habe ich mir gedacht, bei Tsushima kann ich Dingsbums machen. Aufnahme und Stream. Dementsprechend, ja. Aber primär Ghost of Tsushima im Stream. Wenn ich da die ein oder anderen Worte an YouTube richte, ist es okay. Forbidden West, reines Let's Play. Da ich heute noch Ghost of Tsushima streamen möchte, habe ich jetzt nicht großartig die Zeit, alles so ein wenig umzugestalten. Dementsprechend bin ich nebenher noch ein bisschen am Essen, weil ich Hunger habe und ich keine Lust habe. Wollte mir eigentlich erst was holen. Keine Ahnung, irgendwas, was der Dönermann auf der Karte hat. Aber ich habe noch Brot hier rumliegen. Dementsprechend werde ich das für heute Abend aufheben. Ich würde gerne Unterstützung. Ich würde sagen, wir machen normal, nicht sehr schwer. Obwohl, wir können schwer machen. Warum nicht? Ein bisschen Herausforderung. Wir können es ja immer noch ein bisschen umändern. Ja, entdecken oder geführt. Ich würde sagen, geführt. Auf jeden Fall, die zwei großen Spiele stehen jetzt auf der Agenda. Lass die PlayStation gut glühen. Ja. Und zu meinem Erscheinungsbild. Kaltes Glas Cola bei dieser, also eiskalte Cola. Bei diesem Wetter ist einfach geil. Aber die muss aus dem Kühlschrank kommen. Ja, ansonsten ein bisschen Brot und Fleischwurst. Also nichts Besonderes. Bin ich nebenher am Schnabulieren. Aber ich habe keine Lust, hier nochmal Brot wegzuschmeißen, weil das passiert mir immer. Dass ich zum Bäcker gehe, hole mir das beste Brot. Und hab da einen Bock drauf. Ess zwei Scheiben. Während der Arbeit esse ich ja in der Kantine. Und so weiter und so fort. Also von daher kannst du es eigentlich komplett vergessen. Es wird natürlich grafisch nicht ganz so schön. Wie der Vorgänger, auch FPS-mäßig nicht. Das liegt aber nicht daran, dass das Spiel so schlecht ist oder so, sondern einfach, dass wir hier auf der PlayStation 4 spielen. Ich bin auf der Suche nach einer PS5, aber... Wie läuft die Zeit davon, Elizabeth? Ja. Das Land stirbt. Aber nicht... Wie heißt? Die Menschen leiden. Sie werden verhungern. Alles nur, weil ein Terraforming-System außer Kontrolle geraten ist. Und nur ich kann es reparieren. Weiß nur nicht. Ich habe letztens ein Angebot bekommen. Bald gibt es kein Zurück mehr für uns. Und dann Vernichtung. Ich suche schon monatelang, was ich brauche. Keine Ahnung. Ein eBay Kleinanzeigen hatte jemand für 600 Euro eine angeboten. Das System kontrollieren soll. Standfuß kaputt, ein bisschen angekratzt, aber sonst funktioniert es. Da denke ich mir so, ja, nee.
steht ein Jahr bei mir rum. Aber denke ich mir so, Spur, ja, ich finde, nein. Verläuft im Sand. Für 600 Euro eine gedamagte PlayStation 5. Ich muss noch einen Standfuß holen. Gegebenenfalls ein neues Backplate. Aber ein Arsch offen. Oder Alternate, niegelnagelneu, mal eine gefunden für knapp 800. Ich gehe durch eine Blumenwiese. Bei solchen Angeboten zeige ich nur den Mittelfinger. Folgendermaßen, für da Facecam gewünscht ist, habe ich mir gedacht, packst du mal alles aus. Und wenn ich in der Mitte ankomme, hier ist Lampe, ich dich, im Hintergrund noch Greenscreen. Kann man bei Forbidden West mal machen. Obwohl du seit 1000 Jahren tot bist. Bist du noch am ehesten eine Mutter für mich? Aha. Und ja. Man möge mir mein Oberteil verzeihen, aber vollständig. Hemd, T-Shirt bei 28, 29 Grad. Also bei mir im Zimmer sind es noch 27, das geht noch, aber Tendenz steigend. Aber seht nie an. Mit Licht, mit Stoff im Hintergrund hier. Sag ich ganz ehrlich, Leute. Müsst ihr mir einen Tanktop verzeihen. Ich habe mir in den letzten Tagen auch wieder viele neue Spiele geholt, die ich wahrscheinlich nie spielen werde. Das ist bestimmt nur ein Albtraum, oder? Wir sind noch in keinem Hentai-Spiel. Ja, wollte schon sagen. Am Ende bin ich immer allein. Weil diese Kopfhörer sind komisch, die machen komische Geräusche. Die hört ihr nicht. Ich finde nur schlimm, dass die überhaupt diese existieren. Diese Welt ist dein Vermächtnis, Elizabeth. Ich werde sie erhalten. Ja. Diese Ruinen da vorne sind meine letzte Spur. Wenn an gewissen Ecken oder Hoffnung, Kanten das Backup zu finden. Der Greenscreen spinnen sollte. Ich werde alles tun, um es zu finden. Da müsst ihr damit leben. Heute Abend werden wir Ghost of Tsushima weitermachen. Wahl! Wenn das nicht Aloy ist, die Retterin von Meridian, Gesalbte der Nora. Du weißt, dass ich diesen Namen hasse. Tja, sie ist einfach als Strafe dafür, dass du direkt nach unserem Sieg über Hades einfach weg warst. Ich war eine Ausgestoßene, weißt du noch? Ich halte nicht viel von Feiern. Ja. Aber diese war dir zu Ehren. Ich sag's nur. Ich finde den Wahl in Ordnung. Also. Was haben wir vor? Es muss dringend sein, wenn du es so eilig hast. So. Stöbern wir in alten Ruinen? Oder hat es vielleicht etwas mit der Plage zu tun? Möglich. Beides, tatsächlich. Aber ich sollte... Oh nein. Ich habe dich so lange verfolgt. Es ist okay. Nach allem, was du für die Nora getan hast und meine Familie, habe ich geschworen, dir immer zu helfen. Ich werde an dir kleben. Die Rinde an Holz. Oh mein. Okay. Aber wenn du mit mir kommst, musst du sehen können, was ich sehe. Ein Fokus. Ich bekomme tatsächlich dein zweites Gesicht. Ich gebe dir später noch einen und zeig dir, wie du deine Daten sicherst. Daten? Informationen. Auf dem Gerät. Es gibt viel zu bereden. Ich erkläre dir alles unterwegs. So. Wie kann es sein, dass der Controller leer ist, wenn ich den auflade? Ja. Du siehst immer so? Schon man sollte kleiner. Vielleicht. Ich Vollidiot. Na los. Man sollte vielleicht das USB-Kabel richtig reinstecken. Ja. Wenn ich mit offenem Mund sprechen sollte und hier ins Mikrofon spucke und euch das stört, dann tut's mir leid. Aber wir sind hier beim Zocken und ich will mich entspannen. Also hier Knicke-Code und alles ist bei mir nicht. Dafür sind wir halt ehrlich.
Nein, wenn du beim Kumpel auf dem Sofa bist. Ich sah auch nicht mit Messer und Gabel eine Pizza. Okay, ich habe auf dem Weg ein paar Kratzer abbekommen. Wir sollten Heilpflanzen sammeln für den Vorrat. Es ist also Zeit für deine erste Fokuslektion. Klingt gut. Fangen wir an. Haben wir jetzt einen Azubi? Gut, wollen wir mal. Ja gut, mit den FPS muss ich... Diese Pflanzen sehen nicht wie die aus dem Heiligen Land aus. Mit dem Fokus kannst du die sehen, die wir brauchen. Okay. Das Overlay haben sie... Bitte? Ja, aber man fühlt sich dann besser. Okay, wir sollten weitergehen. Okay, ich verstehe. Die haben das mit dem... Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es ein bisschen schade. Ja, gute Idee. Also, beziehungsweise, was heißt fand? Ich finde es ein bisschen schade, dass sie sich gegen den Balkenlook entschieden haben. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich fand das mit den Balken wesentlich besser als mit den Zahlen. Kann man das einstellen? Was kann ich denn überhaupt einstellen? Wir wollen erstmal gucken. Schwierigkeit, Brotkrümel-Navigation, etc., etc., etc. Okay, Steuerung. Immer an, informativ. Warten, bis der Tipp... Warten, bis der Tipp für die benötigte Zeit angezeigt wurde, bis automatisch mit dem Spiel fortgefahren wird. Sofort das Spiel wird automatisch gestartet, wenn es soweit ist. Was? Ach so, Bildschirmmodus. Ja, ist mir eigentlich egal. Aufheben, Animation mal an- und ausmachen. Ich finde, das sollten wir anschalten. Maschinenrennen. Was? Reitmaschine folgt Weg. Von mir aus Co-Pilot. Ein Co-Pilot. Lol. Schalte diese Funktion an, um einen zweiten Controller mit gespiegelter Steuerung zu benutzen. Was? Das hinterfrage ich jetzt mal nicht. So, Steuerung. Ja, 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 ist okay. Lassen wir mal Audio. Lassen wir mal auf Standard, weil dann werde ich mich mal ein wenig. Audio Mix, Dezibel. Ja, von mir aus. Das kann man in der Grafik machen. Nicht viel. Gut, ist die PlayStation-Version. Und Bewegungsschärfe machen wir aus. Ich finde das irgendwie nicht so attraktiv. Ist das dieses Dingsbums? Das ist keine Lampe. Gut, warte mal. Gibt es hier noch irgendwo eine Pflanze? Nee, gut. Dann haben wir halt nur 9 von 10. Was zum... Untersuchen, hallo. Kann ich den Fokus benutzen? Oh, was ich gerade angefasst habe, war schleimig. Das glaube ich dir gern. Ich will dazu jetzt nichts sagen. Einfach... Ruin. Da müssen wir hin. Was ich weiß, bückt sich und sagt, was ich angefasst habe, war schleimig. Das kann man zweideutig sehen. Aber nicht bei Aloy. Also, es ist eine KI. Es ist schwer zu erklären. Das ist wie ein Regelwerk, mit dem man die Welt retten kann. Klingt kompliziert. Geronimo! Tiefes Wasser! Blub. Okay, wir können also tauchen. Das ist gut. Können wir alles nehmen? War was Gutes da unten? Das ist super. Ein paar Vorräte. Ich habe das Spiel schon 2 Stunden angespielt. Also es gibt eine neue Bedrohung. Dadurch, dass Hades ein Problem geworden ist, gibt es hier dieses schleimige Giftnebelzeug. Wenn wir das berühren, verlieren wir also Energie. Okay, die Welt ist kurz vorm Untergang. Och nein. Och nein. 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 Sie haben einen Kadaver zurückgelassen. Nein, die haben den Fokus geändert. Ich fand das mit dem Netzwerk um dich herum, mit dem Netzball zum Scannen, fand ich wesentlich besser.
dass sie das überhaupt geändert haben. Also es ist schon mal... Ich will noch nicht sagen, dass es ein Negativpunkt ist. Oh mein Gott, sieht das Wasser geil aus. Nein, ich will nicht schneller. Ich will tauchen. Danke. So. Erstmal alles mitnehmen. Warum eigentlich nicht? Okay, mit Kreis kommen wir nach oben. Ich muss mich an Horizon Zero Dawn, habe ich auf dem PC gespielt. Dort sind die Knöpfe der Xbox ja immer ein bisschen anders da. Dementsprechend ist das für mich auch immer ein bisschen schwierig, weil jetzt muss ich erstmal mich an die PlayStation-Steuerung gewöhnen. Es fühlt sich an wie so ein leicht neues Spiel mit neuer Steuerung bei einem vertrauten Charakter-Setting. Das würde ich so sagen. Ja, das kann man so sehen. Ja, ich habe mir gedacht, für Horizon, um nochmal auf das Overlay zu gehen. Ich habe keine Ahnung, wo ich die Kamera platzieren soll. Hierhin, dass ihr das Overlay seht oder nicht? Es ist, keine Ahnung, haut's in die Kommis raus. Ich werde... In der Maschine stecken viele Pfeile. Das sollte ich mir ansehen. Habe ich jetzt ein... Deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich das blöd. Mit den Dingern. Ich habe jetzt für 3 Gesundheitspunkte ein gesamtes Medizinpaket gefressen. Das muss nicht sein. Hier muss man zum Beispiel auch X drücken, aber das ist dem Joystick ist X hier und deswegen drücke ich immer automatisch hier drauf, weil der PlayStation ist X halt unten. Ja, das ist halt ein bisschen diese Maschine so lala. Liegt noch nicht lange hier. Wer sonst sollte herkommen? Keine Ahnung. Aber gut, dass wir ein paar Pfeile dabei haben. Könnte Ärger geben da vorne. Bevor... Eine Leiter. Aber ich komme nicht dran. Ein gut platzierter Pfeil kann alles lösen. Ich muss nur auf das Schloss zielen. Für Leute, die mich kennen oder meine Let's Plays, das ist jetzt nichts Professionelles. Es ist nichts Großartiges. Ich werde jetzt einfach nur... ist einfach wie eine Couch, setze ich hin. Also wenn ich dann nebenher irgendwas spachtel, irgendwelche Sachen in mich reinstopfe, rumblöke, mal ein... Na gut, was heißt einziehen? Das muss jetzt nicht sein. Aber wenn ich dann ab und zu mal auch mal einen Rülpser durchlasse oder so... denk einfach, du bist bei deinem besten Kumpel auf der Couch. Ihr zockt ein Game gemeinsam und quatscht drüber. Dieses Verhalten könnt ihr von mir erwarten. In der Übertragung, in der Nachricht stand es nicht. Nur, dass es hier ein Backup geben könnte. Wir müssen einen reinfinden. Also, was ist passiert, nachdem ich aus Meridian weg bin? Die Leute waren aufgeregt, als sie merkten, dass du weg bist. Doch einige von uns meinten, dass du bestimmt etwas Wichtiges zu erledigen hattest. Damit hattet ihr recht. Warte mal, ich will mal was gucken. Ich würde gerne das Intro mal sehen, weil ich keine Ahnung habe, was passiert. Normalerweise macht die das nämlich automatisch. Schnell zum Gras. Sowas habe ich noch nie gesehen. Ich auch nicht. Neue Maschinen. Die toten Maschinen haben ihn alarmiert. Wie willst du vorgehen? Der Fokus kann uns helfen. Wir scannen die Maschine vor dem nächsten Schritt. Moment. Okay. Siehst du, wie manche Teile leuchten? Das sind die Schwachstellen. Verstehe. Das Gold ist cool. Okay. Bin bereit. Fuck. Hoffentlich. Autsch. Hm.
Ich weiß wenn nicht, was jetzt passiert ist, was der mir jetzt zugeworfen hat, aber... Noch einer. Fuck. Fuck! Sau Lümmel! Woher weiß der Fokus das alles? Er liest die Daten der Maschine. Wie ein Jäger, der auf der Lauer liegt? So in etwa, ja. In der Art. Nach der Aufregung über mein Verschwinden. Was ist dann passiert? Also, als die Feier vorbei war, führte meine Mutter die übrigen Nora nach. Warte mal, ich will mal was gucken. Ich will mal gucken, ob wir den Intro. Das Intro-Video nochmal sehen können. Extras. Videoüberblick. In meinem ganzen Leben, auf der Suche nach Wissen, hat mich eine Frage beschäftigt. Komische Zuckerperlen geholt. Nennt man Liebesperlen. Nicht zu verwechseln mit den Liebeskugeln, die perversen Schweine. Ich weiß nicht warum, aber ich mag die einfach, diese Liebesperlen. Die kleinen Zuckerdinger aus der. Nur original aus der Baby-Nuckelflasche. Und alles Leben. Ja, 30-jähriger Mann kauft Süßigkeiten, kauft Kindern die Süßigkeiten weg. Sie und genießt die selbst. Zeigte mir, wie es wiedergeboren wurde. Lebt damit! Okay? Ein ausgestoßenes Mädchen. Unwissend um ihre Bedeutung. Von ihr lernte ich, dass das Leben nur durch ein technisches Wunder gerettet wurde. Zero Dawn. Ein Terraforming-System aus 9 Unterfunktionen. Ich muss mal gucken, wie ich das mit den Veröffentlichungen der Videos mache. Aus einem kahlen Felsen neu. Aber wahrscheinlich versuche ich immer so, die Tage abzuwechseln. Jeden zweiten Tag Horizon Zero Dawn und die Zwischentage dann... Ghost of Tsushima! Und wo? Geht bitte nicht meine Tode ab. Hallo Donnerkiefer. Und mit ihr erfuhr ich das größte Geheimnis. Das Geheimnis ihrer Geburt. Sie ist ein Klon von Elizabeth Sobeck, Zero Dawns Schöpferin. Geboren, um die erneute Ausrottung zu verhindern. Getrieben von Hades, einer böswilligen KI. Empfindsam durch ein mysteriöses Signal unbekannten Ursprungs. Und holt euch niemals den weißen Schreibtisch. Siegte sie in einer großen Wenn ihr Schlacht Staub nicht wirklich Meridian. Sehen könnt. Und wurde für die Menschheit zur Heldin. Doch so nützlich sie auch war, jetzt muss ich sie zurücklassen. Denn während sie gut machen will, was Hades zerstört, machte ich eine neue Entdeckung. Eine, die Zerstörung bringt. Und Möglichkeiten. Für dich oder für andere? Hast du das Gefühl? Der Hades, der Silence, ist nicht so ganz auf unserer Seite. Die Erde in einer fernen Zukunft. Übersät von Maschinen. Das ist echt toll. Ladebildschirm. Ich war echt am Überlegen, ob ich mir eine SSD-Festplatte in die PlayStation 4 baue, damit die Ladezeiten verkürzt werden, aber der Aufwand, Festplatte nicht nur zu kopieren, das Betriebssystem neu draufzusetzen und alles neu reinzumachen und dann erstmal noch eine Terabyte oder eine 2 Terabyte Festplatte zu reinzuknallen, wäre mir zu viel für eine PS4. Dann spare ich mir lieber das Geld und, naja, was heißt sparen? Also das ist jetzt, das Geld ist jetzt nicht dringend knapp bei mir. Woher weiß der Fokus das alles? Er liest die Daten der Maschine. Wie ein Jäger, der auf der Lauer liegt? Ja, in der Art.
geschafft. Nach der Aufregung über mein Verschwinden. Was ist dann passiert? Also, wenn die Feier vorbei war, führte meine Mutter die übrigen Nora nach Hause. Der Sonnenkönig ließ seine Leute die Stadt wieder aufbauen. Und ich brach auf, um dich zu finden. Du hattest schon als Kind einen Fokus, hast du gesagt. Ja, ich fand meinen ersten, als ich in eine Ruine fiel. Die anderen fand ich neulich in einem alten Versteck. Ersatz kann nicht schaden. Ja, Ersatz kann nicht schaden. Die Frage ist nur, was haben wir hier oben? Bei Ghost of Tsushima musst du den rechten Stick reindrücken, um zu ducken. Dementsprechend ist das immer ein bisschen interessant. Wir gehen in eine Ruine der Alten. Göttin, schütze uns. Alles gut, war. Heul mal nicht rum. Hier durch. Wodurch? Ah, hier, okay. Farzenith? Ich weiß, dass sie Geschäfte mit Zero Dawn gemacht haben. Aber wozu hatten sie ein Backup von Gaia? Für die Tour melden Sie sich bitte an der Rezeption. Vermutlich sollen wir uns bei Ihnen melden. Identiscan wird durchgeführt. Zutritt verweigert. Bitte warten Sie, bis man Ihnen hilft, Dr. Sobek. Okay. Sie haben sich wohl nicht so gut mit Elizabeth verstanden. Gut, finden wir einen Weg rein. Ich meine, wenn Sie ein Backup von Gaia gemacht haben... Identiscan wird durchgeführt. Zutritt verweigert. Daten nicht erkannt. Einfach alles nehmen. Mich mag es wohl auch nicht. Das sollten wir aufbrechen können. So. Also grafisch sind natürlich beide Spiele, die ich gerade spiele, sehr... Irgendjemand ist von oben reingekommen. Wie heißt's? Grafisch sehr geil. Die Maschinen von vorhin erschossen haben. Ich werde jetzt wahrscheinlich nicht so entspannt durchrennen können wie bei Zero Dawn und auch nicht so entspannt durch quatschen. Was stinkt hier so? Mein Arsch. Ein ganzes Lager. Zerstört. Sie müssen hier nach Schrott gesucht haben. Säure. Das erklärt den Geruch. Und es ist wohl etwas Größeres von oben runtergekommen. Oh, jetzt müssen wir uns auch noch... Das Lager gekracht und dann durch die Mauer. Ich sollte mir den Schutt dort im Spalt ansehen. Okay, Säure. Schutt im Spalt. Ja, gucken wir uns erstmal an. Am Anfang, ich habe keine Ahnung. Was auch immer hier durchkam, hat das hier zum Einsturz gebracht. Wenn ich das Geröll bewegen kann, können wir uns vielleicht durchzwängen. Vielleicht finde ich im Lager etwas, das helfen kann. Dann wollen wir mal. Hier drüben. Ich glaube, ich habe da was. Wo? Was hast du gefunden? Das ist wohl ein Osram-Prototyp, nehme ich an. Dieser Haken kann sich wohl irgendwo einhaken. Und das hier zieht es zurück. Es sieht kaputt aus, aber wir könnten es reparieren. Hake es bei den Trümmern ein. Und es rausziehen. Könnte klappen. Wir werden immer technologisierter. Und Sachen zum Reparieren zu finden. Auf dem Weg zum zweiten Zero Dawn. Mein Fokus hat ein paar interessante Sachen gefunden. Na, dann wollen wir mal gucken, aber bloß nicht die Säure anpacken. Ja, die Säure fraß sich durch die Rüstung. Ja, ist nicht so geil. Ein Maschinenteil, vielleicht zum Reparieren. So, was haben wir hier? Gott. Kann man da irgendwas abhauen? Ich will ja jetzt nichts behaupten, aber
Man kann es mit dem schweren, mit der Animation des schweren Schlags auch ein bisschen übertreiben. Aber dann wollen wir mal. So, da hinten ist auch noch was. Müssen wir dieses Ding erstmal reparieren. Dann dort zur Werkbank. Ich habe ungefähr so weit gespielt. Ich habe fast 2 Stunden. Das ist fast gar nichts. Und das war im Stream, also sollte ich passen. Maschinenkabel stärker als Seil. Okay, ich glaube, damit können wir das Werkzeug reparieren. Oder etwas Besseres herstellen. Du könntest diese Werkbank benutzen. Das habe ich mir schon fast gedacht. Ah. So, Ghost of Tsushima. Wo sind wir denn? Ja, ist okay. Das muss ich ja sagen, finde ich ja bei Aufnahmen mit Capture Card immer genial. Du kannst nebenher ja immer noch was anderes machen, ohne dass das Spiel wirklich... Zugwerfer. Testen wir ihn mal an den Trümmern. Vielseitiges Werkzeug, mit dem... Oh, ja. Hatte die Lara Croft auch an ihrem Gürtel. Okay, L2 und... Ist das automatisch? Das okay. Ging besser als ich dachte. Ja, das stimmt, aber es sieht nicht so aus, als gäbe es einen einfachen Weg raus. Ich sollte das Gebiet scannen. Wir müssen irgendwie weiterkommen. Okay, das Wasser sieht schon echt geil aus. Wofür ist das nur? Lass mich raten. Aktivieren irgendeine Infotafel. Wow. Guten Morgen. Ich bin Oswald Dalgard. Und es ist mir eine Freude, Ihnen Farsinef vorzustellen. Vergessen Sie, was Sie über uns zu wissen glauben. Unsere Wahrheit ist simpel. Unser Motto, greifen Sie nach den Sternen, selbst wenn Sie dafür 8,6 Lichtjahre lang durchs All reisen müssen. Bitte gehen Sie ins Auditorium, wo wir unsere Pläne offenlegen. Was wohl in diesem Auditorium ist? Wir werden es sehen. Da bin ich mal gespannt, was der uns zu sagen hat und warum der Zugriff für Elizabeth Sobeck verweigert wurde. Komme ich da überhaupt hin? Nein. Ein Impuls von meinem Fokus wird dir nicht reichen. Ich sollte das Gebiet scannen. Dann scann mal das Gebiet. Hm. Vielleicht komme ich da hoch. Lass mich... Okay, 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 okay. So. Springe, tippe X, yo. Wow. Ich werde das irgendwann... Geklappt. Der Zugwerfer ist nützlich. Schade, dass es nur einen gibt. Keine Angst, wir suchen dir einen anderen Weg. Also, ich weiß nicht, ich finde die Animation ganz geil, aber je mehr Fähigkeiten es ist, desto komplexer wird es auch. Nein! Boah! Bei der Xbox hat man das mit B gemacht. Autsch. Mit zwar, ja. Sollte vielleicht mal lesen. Wie komme ich da durch? Noch nicht oder doch? Aber erstmal muss ich den Wal. Wal. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Hier wird nämlich von der neuen Fähigkeit Gebrauch gemacht. Dass man sie auch ja benutzt. Das war ein One-Way-Ticket. Wenn ich da jetzt runterfalle, kommt ja wahrscheinlich nicht nochmal. Ich muss die Leiter für Wahl runterlassen. So. Bitte sehr, Wahl. Danke. Super. Ah, hier geht's weiter. Okay.
Sogar eine doppelte Tür. Aha. Sind wir jetzt an einem Planetarium oder was? Menschen, Homo sapiens, wir haben die Grenzen immer getestet, als Entdecker, Pioniere, Wegbereiter. Und jetzt macht Far Zenith einen Sprung in die Zukunft. Daher sind wir stolz, der Odyssee neues Leben eingehaucht zu haben. Far Zenith braucht für das, was unsere Regierungen schon in der Umlaufbahn abgeschrieben haben, weniger als ein Jahrzehnt. Doch das ist erst der Anfang. Wenn das Schiff fertig ist, reist die Odyssee mit ihrer Crew an einen Ort, wo noch niemand vorher war. Das Sirius-System. Dort wird die erste Kolonie der Menschen im All entstehen. Die Odyssee braucht 300 Jahre für die Reise. Doch wann immer wir in den Nachthimmel schauen, wissen wir, dass sie unterwegs ist. Aha. Und in den Worten unseres Gründers, dem verstorbenen Peter Jivumbe, die wahre Natur der Unsterblichkeit ist. Daten beschädigt. Wiedergabe angehalten. Fuck. Die Alten konnten in den Himmel fliegen? Zu den Sternen? Also... Ja, quasi. Das Schiff, die Odyssee. Sie ist nie am Ziel angekommen. Etwas lief schief und sie ist explodiert. Ich sollte mal meinen PlayStation-Controller sauber machen. Aber das macht jetzt nichts. So. Gab Elizabeth das kriegen wir hin. Ein Backup von Gaia? Für die Kolonie? Vielleicht. Präsentationsdatei beschädigt. Rekrutierungsdatei für Mitglieder verfügbar. Möchten Sie sie reaktivieren? Ja, reaktivieren. Mal sehen, was Sie sonst noch sagen. Wir alle kennen die Prognosen. Wirtschaftliche Instabilität, neue Infektionen, defekte KIs. Wie lange wird es dauern, bis eine Katastrophe die Elite in zu große Gefahr bringt? Wir bei Far Zenith glauben dem Unvermeidlichen zu entkommen. Also greifen wir nach den Sternen. Das sinkende Schiff verlassen. Sie haben gesehen, was wir hier aufbauen. Die Infrastruktur für den Bau der Odyssee. Ein hochmodernes Rechenzentrum, das technologischen Fortschritt vereinfacht. Und Sie haben gesehen, wie wir die öffentliche Wahrnehmung steuern. Seien Sie dabei und investieren für Ihre Koje auf der Odyssee. Erhalten Sie Ihren Lebensstil überall, auch jenseits der Erde. Das war eine Kamera. Den Untergang der Welt sahen Sie schon, aber Sie sahen noch nicht. Wie? Also war alles, was Sie damals über den nächsten Schritt der Menschheit sagten, eine Lüge. Ein bisschen schwach auf der Brust ist. Diese Leute wollten nur ihre eigene Haut retten. Ja. Tja, aber es klappte am Ende nicht. Dieser Oswald sprach von einem Rechenzentrum. Da. Das Backup. Das sollte da drin sein. Na dann. Dann mal auf. Nicht rüberschwimmen. Dann müssen wir außen rum. Komm schon. Tja, Aloy backt keine kleinen Fische. Aloy steht nur auf große Dinger. Zugewachsen. Lass mich raten, schon wieder so ein Ding. Einfach ziehen. Jo. Da rein in die unheimliche Ruine. Das rote Zeug ist Verderben. Was ist denn das? Ich weiß nicht. Das könnte die Ost-
Osseram getötet haben. Sei auf der Hut. Ich bin immer auf der Hut. Will zwar jetzt nichts sagen. Hier hoch. Aber das sah nicht gut aus. Vorsichtig. Wir wollen nicht, dass diese Dinger nach Hilfe von unten rufen. Leise. Nimm du den linken. Ich übernehme den da rechts. Okay. Leise, also Schleichmodus. Na super. Ich rücke vor. Ich muss mich anschleichen und ihn mit meinem Speer ausschalten. Er darf mich nicht sehen. Ich sollte erst scannen. Den Patrouillenweg prüfen. Ich kann zur Ablenkung einen Stein werfen. Ihn in eine Position bringen, in der ich mich anschleichen kann. Ja, wie kann ich den Stein werfen? Ich muss nur den richtigen Moment abpassen. Ja. Das ist Umständen. Das war nichts. Also noch. Und jetzt werfen. Das war umständlich. Jetzt kann ich ihn mit dem Speer ausschalten. Das hätte nicht sein gemusst. Ich muss ganz ehrlich sagen, das nach unten halten und dann loslassen zum Werfen hat viel mehr Sinn ergeben als das jetzt. Zack. Und dann zack. Nee. Also da hätten sie, haben sie, da wollten sie zu viel. Das hat mir bei Zero Dawn praktischer besser gefallen. Man muss halt auch immer als Spieleentwickler dran denken, je mehr Animationen man hat. Was zwar vielleicht ganz nett ist. Zumindest anzusehen sein, desto langwieriger wird das Spiel. Also langwieriger. So, warte mal. Vielleicht kriegen wir den anderen auch so. Man muss bei neuen Spielen nicht immer so viel ändern. Finde ich jetzt persönlich. Was? Andere müsste doch auch gleich nach unten kommen. Ich warte, bis der hier runterkommt. Weil wer weiß, ob der mir auf dem Rückweg vielleicht Probleme bereiten könnte. Ich habe keine Lust, dass der Arsch mir in den Rücken fällt. Dieser kleine Lümmelurch da oben. Komm, kleines Wiesel, komm zu mir. Ich dreh dir auch mit dem Stiefel ins Visier. Ich wollte eigentlich irgendwas mit Bier reiben. Da habe ich nichts gefunden. So. Alle erledigt. Super. Was ich sagen wollte, du scheinst einen neuen Look zu haben. Ja, ich weiß. Ich hatte nicht viel Zeit, mich zu rasieren, als ich dir hinterher bin. Keine Angst, das ist nicht dauerhaft. Gut. Entschuldige, dass mein Schnurrbart dich beleidigt hat. Weshalb? Hierein hat die Plage es auch geschafft. Ja, wenn es eine Plage ist, dann wird die wahrscheinlich überall zu sehen sein. Warte mal, da ist da noch was. So, nehmen wir mal mit, was wir kriegen können. Wir haben schon genug Metallscherben, das ist durchaus in Ordnung. Ich muss aber wieder mit dem Bogen arbeiten. Weil ich liebe Bogen einfach. Pfeil und Bogen ist echt so mein Ding. Die Plage hat wohl das arme kleine Ding hier erwischt. Oh nein, armer Fuchs. RIP Fuchs. Ich hoffe, es hat nicht gelitten. Das ist bei einer Plage immer ein bisschen schwierig zu entscheiden. Ich befürchte aber leider ja. Also, nachdem Hades hier ein bisschen rumgeroamt hat, sozusagen ist mein Wort so ein bisschen roam. Einmal mal durch die Gegend laufen und ein bisschen um sich schlagen. Die Osseram müssen Sprengstoff gegen Maschinen eingesetzt haben. Ein paar haben sie erwischt.
Hat er ganz schön Stress gemacht. Und dementsprechend... Hier war wohl eine Barrikade. Die Maschinen haben sie durchbrochen. Das ist alles ein bisschen... Ja. Sie kacke so ein bisschen am Dampfen und Aloy versucht es wieder gerade zu biegen. Das ist für später. Der Osseram konnte ihn wohl nicht mehr nutzen. Vorsicht, da sind Fallen. Vielleicht kann ich sie entschärfen. So, ein paar Sachen für später erbeutet. Okay, hast Fallen. Auf, dass du nicht hochgehst. Und mehr Sachen bekommen. Und mehr Sachen bekommen. Haha, Kriegskind kann alles gebrauchen, ne, Mädchen? Sieht nach noch einem Lager aus. Vielleicht könnten wir hier noch ein paar Fallen bauen. Könnte das nicht gegen die Maschine auch ein Dingsbums? Gute Idee. Das gab's bei Zero Dawn. Da gab's so eine Errungenschaft, wenn du am Anfangsgebiet alle Trainingspuppen halt umgeknüppelt hast. Das gab's, glaube ich, 12 Stück oder so. Gab's da zumindest eine Errungenschaft. Also wenn ich Zero Dawn, ich habe das jetzt deinstalliert, weil ich brauche einfach den Platz auf der Festplatte und ich habe keine Lust, mir eine 2 Terabyte SSD-Karte zu holen. Okay, ich habe jetzt alles. Und ich noch andere Spiele habe, die ich auf PC spielen will. Obwohl ich wahrscheinlich mehr installiert habe, als ich hier spielen sollte. Ja, ich bereite mich einfach für den Urlaub vor, okay. Und ja. Ich habe jetzt erstmal 1,5 Wochen Urlaub eingereicht. Das sind Maschinen. Sie haben uns noch nicht gesehen. Ich habe diese Maschine schon mal gesehen. Das ist ein Wühler. Den kenne ich nicht. Schauen wir mal, wo seine Schwachstellen sind. Vielleicht sollten wir fallen. Dann könnten wir dran vorbei. Vielleicht hätte ich es doch mit Fallen machen sollen. Alles sicher. So, kann ich Fallen irgendwie herstellen? So, das große Touchpad in der Mitte wird das sein. Okay. Inventar, Werkzeuge, Munition, Rohstoffe. Zugwerfer, ja. Okay. Es ist ähnlich gehalten, aber nicht neu. Wie kann ich das jetzt herstellen? Hallo, ich will... Ah, okay. Lol. So, Sprengfalle fertig. Wenn irgendwas auf die drauf tritt, ist es ganz schnell vorbei. Also ich will zwar jetzt nichts sagen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass sie die Steuerung noch ein bisschen umständlicher gemacht haben. Und ich verstehe beim besten Willen nicht, warum. Aber jeder Ort ist anders. Bei aller Liebe, warum muss ich das irgendwie so machen und das ändern? Kann ich das nicht einfach über das Pause-Menü machen wie bei Zero Dawn? Das hat funktioniert, das hat Spaß gemacht. Man hatte Ruhe. Vielleicht ist es auch eine Einstellungssache und ich bin zu blöd, das zu finden. Das ist natürlich auch möglich. Ich würde sagen, wir machen beim nächsten Mal weiter. Einfach aus dem Aspekt her, weil wir schon... ich habe die Zeit vergessen. Ich habe keine Lust, das irgendwie noch anders zu machen. Ja. Also bis dahin, Leute. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.